So, hallo liebe Leute, ihr wundert euch sicher, was hier geschehen ist. Naja. Einhörner! Handgeblasene Einhörner aus genau, Glas! Genau, hier gibt's handgeblasene Einhörner. Traps hat mich mal wieder verarscht. Ich habe mir gedacht, ach, suchst du mal hier über die F-Tasten sämtliche Sachen ab. Und irgendwie habe ich dann Traps ausgeschalten dadurch. Und bin sozusagen, wie soll ich sagen, habe ich Folge für Folge aufgenommen nach meinem Wissens her, aber es hat nicht aufgenommen. Das heißt, das, was ich jetzt hier gerade fabriziere, ist nicht mehr blind. Ausweis? Ausweis? Oh ja, mein Mitgliedsausweis. Hier, bitte. Sehr gut, Kapitän Van Renslow. Hier ist Ihre Augenbinde. Also machen wir das Sir, jetzt hier mal im Schnelldurchgang. Alle Mitglieder des Clubs 41 auf Probe müssen im Club Augenbinden tragen. Richtig, wie dumm von mir. Ich weiß gar nicht, ob wir das Sehr hier schon mal gut, gemacht Sir. Hatten. Vorsicht, Stufe! Also fangen wir damit einfach mal an. Den ersten Part Wie ich von, hörte, machst du einen richtig fiesen Krogatini. Achtung! Meine Nachos! Es tut mir so leid. Oh, mein Auge! No. Tut mir leid! Katze, au! Herr Key! Oh! Pass auf seine Hand auf! Nimm deine Pockenhand weg von mir, du Knallfrosch! Ei! Oh, mein Bein! Was für ein Kampf! Das war spektakulär, Driftwood! Der beste Piratentumult seit vielen Monaten! Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Es war, als wäre meine Hand besessen. Besessen, sagen Sie? Daraus kann ich noch mehr machen. Liefern Sie mir nur weiter solche Piraten, Boss und Flipwood. Und ehe Sie sich versehen, übergebe ich Ihnen die Geheimnisse von Deepgut. Genau. Auf jeden Fall, wir machen das mal im Schnelldurchgang. Dafür bleibt euch Was auch zum? Einiges erspart. Du hast eines dieser Mini-Schwerter mit einer Olive in meinen Gorgatini getan. Ich hasse diese Dinger. Genau. Meckere noch ein bisschen rum, Geibwasch. Ich habe auch zu meckern, weil ich glaube, ich habe jetzt hier... knapp 6 Folgen habe ich jetzt gerade hier voll verplant. Spielstand wird gespeichert, alles klar. Von dem haben wir uns den YouTube geholt, beim anderen Captain, da haben wir schon angequatscht und so weiter. Und wir gehen jetzt mal hier hin. Das müsste jetzt auch ungefähr, ich weiß jetzt gar nicht, die Stelle sein, wo... Na, mit dem haben wir noch nicht gesprochen, hier mit unseren fetten Piraten. Genau, hier. Bum, bum, bum. Hi. Ah, wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Das hat man ja schon. Jacinto de Meara Alfon... Ja, das können wir ja überspringen. Das Was kennt ihr ja auf jeden Fall. Gemacht? Nichts. Es sah so aus, als würdest du mit Puppen... Das sind ja, keine... Ja, das sind keine Puppen. Das sind Porzellan-Powerfiguren. Ja, ja, ja. Was um alles in... Sie sind die ja, seltensten... Ja, das kennen wir ja schon. Rosa Was Puppenhaufen. Was soll dieser rosa Haufen mit Actionfigurinen überhaupt? Das sind meine zusätzlichen Pink Pyjama Pierre. Genau, Pink Pyjama Dingens. Ja, pass auf. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe! Ich habe schon eine Figur mit einem dreiköpfigen Affen. Ach was. Warte. Wir machen Nun mal gut, hier. Tschüss. Ich muss Piratengeschichte schreiben und du hast genug Puppen zum Spielen. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Sie sind keine Puppen. Nimm das! Das sind doch Puppen. Hauch Pink Pyjama Pierce. Kann ich denn nicht einen deiner Pink Pyjama Pierce? Nein! Aber ich dachte, du magst sie nicht. Das heißt noch lange nicht, dass ich sie nicht will. Was? Wieso ist denn das jetzt hier? Hallo mal wieder. Pass auf. Wir Lass müssen das. Dann erstmal, Was für Schätze interessiert... Doch hier alles ich bin ruhig mir fast quatschen, Horst. Sag ich mal. Wie viel Plasma hast du noch? Wie viel? Ja, ja. Der einzige... Rein... Ja. Power Dave, nee, wie heißt der? Dog Ninja Dave. Darf ich sie mir Darf mal ich ansehen? Sie mir mal ansehen? Nee, Jetzt kriegen wir die Karte. Oh. Alles klar. Du heißt... Schau, es ist Dark Ninja Day. Sieh nur, da ist die Ninja Day-Figur mit Wurfstern-Action. Wo?
Okay, Guybrush. Ist doch nur eine kleine Porzellan. Mach einfach die Augen zu und denke an einen glücklichen Ort. Oh. Ich hab nichts gesehen. Tut mir leid, das muss an den Blättern liegen. Genau, der setzt sich hin und spielt ein bisschen weiter. Und wir steuern jetzt gerade mal... Nimm das! Ja, wo laufen wir jetzt am besten lang? Also, wie ich jetzt schon... Ja, es ist echt scheiße. Ich habe hier, glaube ich, 2 Stunden umsonst gespielt und aufgenommen und gerätselt. Da dürfte das jetzt hier eigentlich relativ, hoffe ich doch mal, schnell gehen. Wir müssen hier erstmal ein bisschen langlatschen. Hier haben wir einen Bombenhaufen, den schnappen wir uns. Smile and Stance Minibomben für junge Damen. Die ganze Kraft großer Minibomben in einer kleineren Packung für zarte Piratenhände. Ich sollte lieber alle nehmen. Das war so klar, dass der sich hier die Mädchensachen krallt, ehrlich. Wir haben hier noch ein... Sonderbar. Und was ist hier? Warte, Muschel? Nein, wird nicht angezeigt. Hier habe ich auch noch nicht herausgefunden. Also das wird noch ein Rätsel, was wir zusammen lösen werden. Weißt du das? Wie lautet das Wort? Das Wort ist... Keelhauler. Anscheinend nicht. Komm, wir versuchen mal die andere Sache. Wie lautet das Wort? Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Auch nicht. Dann gehen wir wieder. Wetterfahne. Das ist merkwürdig. Haben nicht die meisten Wetterfahnen 4 Windrichtungen? Naja, die hat 6. Ist auch nicht so verkehrt, glaube ich mal. Könnt mir vorstellen, das ist sehr nützlich, falls man mal in mehr Richtungen will. Kalender! Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag, der 12. Seku. Sehr schön. Kann ich damit irgendwas benutzen? Das habe ich nämlich noch nicht versucht. So. Nö. Ich will das nicht in die Luft jagen. Aber ich will das in die Luft jagen. Hier, komm. Ich glaube nicht, dass ein YouTube hier nützlich wäre. Kein YouTube. Leute, denkt mal nach, wo ihr gerade hier dieses Video schaut. Alles klar. Nee. Gut. Dann mit der Actionfigur. Ich glaube nicht, dass es hier gut aussehen würde. Auch nicht. Schade. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ist euch eigentlich bis jetzt aufgefallen, dass immer wenn ich in eine Richtung gehe, hier zwitschern Vögel. Hier kläfft ein Apfel. Ah, ich gehe mal hier weiter, hier muss ich sowieso, glaube ich, lang. Und hier spielt ein fetter Typ, der nichts sagt. Schade, sonst hat immer noch was gesagt. Wer weiß, was jetzt los ist hier. So, hier haben wir den Brunnen. Ich wünschte, ich wäre der mächtigste Pirat aller Zeiten. Und was? Schon sind was wir ist los? Huh? Anscheinend ist LeChuck der mächtigste Pirat aller Zeiten. So, wir gucken mal auf die Karte. Dieser Dschungel ist echt laut. Ich glaube, hier für allein, um dieses Rätsel zu finden, zu verstehen, habe ich, glaube ich, 2 Folgen gebraucht. Hier steht, vom Brunnen auf, aus Richtung Wildschwein. Dann müssen wir Richtung Affe, Biene, Affe, Wildschwein, Biene, Vogel. Und dann finden wir das X. Na gut. Also, vom Brunnen aus... Nein, weg. Aber erstmal ganz wichtig, wir müssen den Brunnen mit der Karte benutzen. Und das habe ich damals nicht gemacht. So, wo habe ich jetzt eigentlich meinen schlauen Zettel, wo hier Vogel, Affe, schieß mich tot draufsteht? Da haben wir. So, vom Brunnen Richtung Wildschwein grunzen. So weit, so gut.
Genau, und dann sagt er auch was, das war die ganze Zeit nicht. Wir sind sonst immer im Kreis gelaufen und sind bei dem dicken Typen wieder gelandet. So, vom Brunnen Richtung Affe. Nee, Affe, Biene. Jetzt müssen wir Richtung Biene, Baum Affe. Sieht vielversprechend aus. Und hier wäre normalerweise der Brunnen hätte hier in der Mitte gestanden. Wo war ich denn jetzt? Affe, Biene, Affe. Nein. Da müssen wir runter. Genau. Von Affe müssen wir jetzt Richtung Biene. Schnauze. Lass mich hier in Ruhe spielen. Verdammt. So weit, so gut. Oh, da bin ich doch mal falsch gelaufen. Muss ich jetzt die Karte nochmal neu benutzen? Warte, ich mach's einfach mal. Alles klar. Man kann sich ja mal irren. So. Wildschwein habe ich. Aus. Dann Affe. Da ist ein Affe. Den nehmen wir mit. Wir hören noch immer das Glöckchen, wenn es gut ist. Biene. Jetzt wieder Richtung Affe. Wildschwein. Wir müssen jetzt Richtung Affe. So weit, so gut. Jetzt wieder Richtung Wildschwein. Das heißt, glaube ich, hier geradeaus. Ja, halt die Schnauze. So, Wildschwein Richtung Biene. Na, jetzt hängt er wohl am Pixel fest hier. Socke. So, Biene und dann Vogel. Das ist Vogel und schon sind wir da. Das X, kein X da, aber... Oh, verdammt. Sieht so aus, als hätte schon jemand diesen Schatz ausgegraben. Scheiche. Also, zurück. Mal gucken, was der Dicke dazu sagt. Hier sind wir jetzt am vergrabenen Schatz. Jetzt haben wir den auch in der Karte eingezeichnet. Genau wie gruselige Hütte und das war's auch schon. Und hier unten, na, da. Dschungeleingang. Da wollen wir jetzt hin. Sehr schön. Und bevor wir das machen, gehen wir aber jetzt erstmal hier, nein, nicht zum Strand, zu den Docks. Nein, doch. Das passt. Spiel wird gespeichert, das heißt, wir sind auf einem guten Weg. La, 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 la. Das Witzige ist, wo man das jetzt weiß, da kann man jetzt ein bisschen überziehen und sämtliche, also wir überspringen jetzt echt hier 2 Stunden Spielzeit oder sowas. Na okay, nicht ganz, also 1 Stunde Spielzeit überspringen wir auf jeden Fall. So, dieses und dieses. Wir machen uns einfach hier aus der pinken Actionfigur, einen Moment, da. Aus der pinken Actionfigur... Hey, was sagt man dazu? Dieses winzig kleine Schwert passt in Pierres winzig kleine Hand. Irgendwie sieht er aber immer noch nicht bedrohlich aus. Machen wir uns jetzt einen Dog Ninja. Oh, Pink Pajama Pierre, du hast meine Pläne ein letztes Mal durchkreuzt. Bereite dich darauf vor, in der tiefschwarzen See vor deinen Herren zu treten. Sacre bleu! Ist das Fin von Pink Pajama Pierre? Glück, glück, glück. Da ist doch was dran. Schwarz macht wirklich schlanker. Cool, jetzt gucken wir uns erstmal hier die Puppe an. Da. Es geht doch nichts über einen flotten Anstrich und gefährliches, spitzes Zubehör, um aus einer traurigen und ungeliebten Puppe einen super spannenden Ninja-Kämpfer zu machen. Sehr schön. Und jetzt versuchen wir einfach... Na, alles klar? Das quatscht uns gar nicht an. Hier, die Puppe machen wir mal weg außen. Außen. Wie heißt das? Tastenmenü. Spiel wird gespeichert, weil wir wieder etwas Fortschritt geschafft haben. Und jetzt gehen wir hier entlang. Stamm, 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 stamm. Lalala. So, wir müssen jetzt hier erstmal zum Eingang von vom Dschungel. Und dann drücken wir ihm einfach die Puppe in die Hand.
Wir haben deinen Schatz gefunden, Mensch. Hier. Guck's dir an. Auch wenn es Doro glücklich machen würde, endlich einen Dark Ninja Dave zu haben oder eine gute Kopie, halte ich es für sehr viel berichtenswerter, wenn er ihn selbst findet. Hm. Na gut. Das heißt, wir müssen die Puppe erstmal vergraben und ihnen dann zeigen, wo der Schatz ist. Hört sich leicht an, ist es auch. Also, dann haben wir hier vergrabenen Schatz, da gehen wir erstmal hin. Ah, ich glaube, bis hierhin hatte ich echt fast eine Stunde Aufnahmezeit, bevor ich wusste, was hier zu machen ist. Nee, nicht Dark ganz, Ninja nee. Dave wartet mit seinem Killer-Katana-Kampfschwert also zwei Folgen darauf, dass der berühmte, abgehalfterte Piratenjäger Joaquin Doro ihn findet. Sehr schön. Und jetzt zurück zum Schatzsucher, der mit Actionfiguren spielt. Da wieder hin. Dann sagen wir ihm Bescheid, was er finden soll. Oder wo er suchen soll. Und schon geht es weiter. Ja, das ist jetzt nicht wirklich ein blindes hier, weil ich habe... Oh, ja, Laserwaffen hat die Actionfigur auch schon. So, war das das? Tolle Neuigkeiten, Doro. Ich glaube, deine Karte ist doch kein Betrug. Nein, aber ich habe nie etwas mit ihr gefunden. Du hast sie wohl falsch gelesen. Hier, folge mir. Genau. Und X, zeig da auf die Stelle. Na also, ich sagte dir doch, dass du es finden kannst. Puh, ich sollte jetzt mit dem Graben beginnen. Oh, ich hoffe nur, es ist nicht so tief wie die anderen. Ja, Schaufel brauchen wir nicht, so nimm die Hände. Madre de Dios. Dark Ninja Dave mit... Kille Karate Katana! Dark Ninja Dave! Dark Ninja Dave! Ey, ich gehört das ganze Set Porzellan Power Piraten mir! Mir allein! Au! Ich habe Dreck in den Augen! Täuschen mich meine Ohren oder hat da nicht dieser stattliche Pirat gerade einen verborgenen Schatz ausgegraben? Und ob er das hat? Mit ein wenig Hilfe von Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Das ist ja fantastisch! Wir hatten seit Wochen keine anständige Schatzsuchergeschichte mehr. Ich sollte mich schnellstens mit diesem keuchenden Piraten austauschen, bevor er einen Infarkt erleidet oder schlimmer noch mit diesen Tölpeln der Times redet. Schmissiges Piratentum, Springwood. Nur weiter so. Die Geheimnisse von Deepgut gehören schon bald Ihnen. Ja, ihr habt's gehört. An der Melodie, wir haben unsere zweite Aufgabe erfüllt. Wir haben nicht nur die Kneipenschlägerei hinter uns, sondern wir haben auch, unseren Schatz gefunden. Und jetzt fehlt nur noch eins. Wir müssen jetzt ein Schiff erobern, liebe Leute. Und das wichtigste Utensil habe ich dafür schon mal eingesammelt. Warte, hier ab zu den Docks. Natürlich landen wir hier. War ja auch vollkommen klar. So. Alphabet-Schlussverkauf! La 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 la. So, Mr. Schieß mich tot. Winslow war er. Mr. Winslow, wir holen dich da jetzt runter. Jo-ho-ho. Und eine Buddelbrock. Ja, du kannst jetzt noch lustig lachen. Das wird dir gleich vergehen, glaub mir. Okay, und was kommt jetzt? Jetzt kommt Folgendes. Passt auf, liebe Leute, unglaublich. Da werdet ihr nie drauf gekommen. So, erstmal und? Da. Glücklicherweise haben Winslows Unterhosen eine extra Verstärkung im Schritt. Ja, die brauchen sie auch. So, und jetzt hier Wäscheleine benutzen. Nein, nicht! Bitte! Ja, müssen Sie schon ein bisschen früher aufstehen, wenn Sie mich bezwingen wollen, Bursche! Oh, das würde ich nicht behaupten. Was? Cleveres Bürschchen.
gespielt, Master Shreepfoot. Oder sollte ich besser Kapitän Shreepfoot sagen? Kapitän? Ei, nachdem Sie mich von der Screaming Narwhal vertrieben haben, sind Sie offiziell Ihr Kapitän, bis ein anderer kommt und Sie von dort vertreibt. Cool. Ei, und wie cool das ist. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe massive innere Blutungen, die versorgt werden müssen. Meinen Glückwunsch. Ich habe soeben gehört, dass es hier in der Nähe zu einem wilden Akt der Piraterie kam. Nicht irgendein wilder Akt der Piraterie. Eine waschechte Schiffskaperung durch niemand anderen als Kapitän Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ja, Guybrush ist ein Wort. Einfach wundervoll. Das liefert Unterhaltungsstoff für meine Leser für mindestens eine Woche. Wissen Sie was, Threepwood? Sie haben Mumm. Piratenmumm. Warum gehen wir nicht zurück zur Keelhauler und Sie erzählen mir etwas von sich? Naja, das nahm seinen Anfang auf Millie Island. Und so endete ich hier auf Flotsam Island. Keine Ahnung, Seaport, wie Sie das geschafft haben, aber dank Ihnen habe ich jetzt genug Schwertkampfgeschichten auf Lager, um unsere Flotsam Keelhauler Gazette über Monate hinweg zu füllen. Da werden die Jungs bei der Time staunen. Ja, das ist toll. Jetzt zu Deepgut. Ist mir eine Freude, Threepwood. Setzen Sie sich hin, während ich eine Kopie mache. Kopie? Timmy, hol mir mal eben eine Kopie der Akte von Deepgut, aber bitte pronto. Wird sofort erledigt, Mr. Nipperkin. Hier, mein Junge, alles, was Sie brauchen, um mit Deepgut in Kontakt zu treten. Darf aber niemand erfahren, dass ich Ihnen das gab, sonst lässt mich mein Herausgeber nur noch Todesanzeigen redigieren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nicht wirklich, aber... Toll! Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, Star-Reporter David Nipperkin braucht jetzt noch Schlagzeilen. Endlich! Jetzt kann ich diesen Deepgut fragen, wie ich diese Insel wieder verlassen und zu Elaine zurückkehren kann. Scheint ja ganz einfach zu sein. Genau. Und dieses Häuschen hier kennen wir. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Deadline ist nämlich das Lösungswort bei dem gruseligen Haus, wo wir vorhin waren. Das ist der Eingang und wie die Schritte hier sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hätten wir vorher schon finden müssen. Und wie gesagt, Deadline ist die Antwort. Halt. Nein. Dahin. Genau, weggepackt. Und ich sage für diese Folge, haut rein, liebe Leute. Bis denn. Denkt dran, abonnieren, kommentieren. Ein bisschen kenne ich noch, wie es hier weitergeht. Und dann geht's blind weiter. Haut rein. Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Bis denn. Ciao.